uns heute, unser neues Format Didaktik Lab vorzustellen, das wir in Kooperation mit der Hochschuldidaktik der Universität und der Pädagogischen Hochschule Freiburg durchführen. Es handelt sich um ein didaktisch innovatives Angebot, mit dem Lehrende unserer Universität und der PH ihre digitalen Lehrkompetenzen weiterentwickeln können. Wir haben festgestellt, dass unser bisheriges E-Learning-Qualifizierungsprogramm als Format mit tagesführenden Workshops den Bedarfen unserer Lehrenden nicht mehr optimal entsprochen hat und haben uns daher von verschiedenen Train-the-Trainer-Angeboten des Hochschulforums Digitalisierung inspirieren lassen und ein Format entwickelt, das als Blended Learning nicht nur deutlich kompakter und flexibler ist, es ist projektbasiert und ermöglicht dadurch vor allem den direkten Transfer von Erkenntnissen und erworbenen Skills auf das eigene Lehrvorhaben. Und das Ganze im Rahmen einer Community of Learning mit Peers und Expertinnen und So, Experten. wie sieht das konkret aus? Also die Lehrenden bewerben sich zunächst für das Didaktik Lab mit einer Idee für ein Lehrprojekt, das sie digital weiterentwickeln und perspektivisch auch durchführen möchten. An der Konzeption arbeiten sie dann während des Labs im ersten Semester. Den Verlauf sehen Sie hier in dieser Grafik. Wir starten das Lab gemeinsam immer mit einem Kick-off zum Kennenlernen und bieten den Lehrenden anschließend vier inhaltliche Module zu relevanten Themen zu digitalem Lernen und Lehren an, zu Blended Learning und Flipped Classroom, Online-Interaktion und Kollaboration, Online-Feedback und Assessment sowie Lernmodule und frei zugängliche Bildungsressourcen, OER. Diese Module erarbeiten sich die Lehrenden dann zunächst im Selbststudium. In einer zweistündigen Online-Session zu jedem Modul werden die Themen dann mit ExpertInnen aus unserem Team und aus der Hochschuldidaktik vertieft. Dann können Fragen geklärt werden und diskutiert werden. Wäre also ein typisches Flipped Classroom-Szenario. Die Impulse aus den Modulen können direkt in die eigene Lehrprojektentwicklung einfließen. An ihren Lehrprojekten arbeiten die Lehrenden dann aber nicht nur allein, sondern sie tauschen sich auch mit ihren Peers in kleinen, selbstorganisierten Gruppen darüber aus, entweder fachnah oder ganz bewusst interdisziplinär. Und diese Learning Community ist dazu gedacht, sich gegenseitig zu beraten, zu unterstützen, sich bei Fragen zu helfen und sich gegenseitig Anregungen zu geben. Ganz nach dem Motto: Share your skills, share your project. Und natürlich stehen auch wir von der Abteilung E-Learning sowie aus dem Bereich Hochschuldidaktik bei Fragen zur Verfügung. Im letzten Drittel des Semesters bieten wir dann noch einen Tool-Workshop vor Ort an, in dem alle in den Modulen vorgestellten Werkzeuge ausprobiert werden können. Hier ist dann auch die Gelegenheit für spezifischere Fragen an die jeweiligen ExpertInnen. Am Ende des ersten Semesters stellen die Lehrenden dann ihre Konzepte in größerer Runde vor und erhalten Peer-Feedback von ihren KollegInnen, sowohl von uns und der Hochschuldidaktik. Im Folgesemester führen die Lehrenden ihre Projekte dann durch. Und die Community of Learning wandelt sich in eine Community of Practice und bietet die Gelegenheit, sich weiterhin auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Nach Abschluss des Didaktik Labs sollen die durchgeführten Projekte dann in einer Art Datenbank gesammelt und der hochschulinternen Öffentlichkeit als Inspirationsquelle zur Verfügung gestellt werden. Und außerdem ist geplant, die Präsentation der Projekte bei universitären Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei unserem jährlichen Tag der Lehre. Wir haben unser erstes Didaktik Lab im Wintersemester bereits mit drei Kleingruppen pilotiert und geben Ihnen hier einen kleinen Einblick in unseren Ilias Workspace. Sie sehen hier die Übersichtsseite, von wo aus es dann rechts in die Gruppenräume geht. Und hier stehen auch unter anderem Kollaborationstools wie zum Beispiel OnlyOffice und künftig auch ein Matrix-Chat zur Verfügung. Die Teilnehmenden haben hier im Workspace auch die Möglichkeit, eigene Ilias-Räume zum Experimentieren und zum Teilen mit anderen anzulegen. Die Rückmeldung der Lehrenden zur Pilotphase haben uns sehr gefreut und inspiriert und natürlich auch zu weiteren Verbesserungen angeregt. Wir zitieren hier mal einen teilnehmenden Professor, der das Didaktik Lab so für sich auf den Punkt gebracht hat. Durch die vielen Ideen, die ich im Didaktik Lab erhalten habe, war ich motiviert, mein System umzustellen und zu modernisieren. Weil mir das auch Spaß gemacht hat, bin ich gewissermaßen von einer Woche auf die andere 2 Jahrhunderte nach vorne katapultiert worden. Im Wintersemester möchten wir das Didaktik Lab dann voraussichtlich hier in der Universität komplett ausrollen und für die PH anbieten. Und wir freuen uns auf Fragen und auf Rückmeldungen zu unserem Angebot und sind dann später auch an den Netzwerktischen verfügbar. Vielen Vielen Dank. Dank.
So, wir haben eine Frage. Wie viele Teilnehmer pro Durchlauf nehmen am Lab teil? Ja, das steht noch nicht ganz fest. Es hängt immer ein bisschen von unseren eigenen Ressourcen ab. Wir haben im Moment geplant, dass wir bei ca. 25 Teilnehmern pro Durchlauf unser Lab deckeln. Das heißt, wir arbeiten mit maximal 5 Kleingruppen, a 3 bis 5 Teilnehmenden. Also es soll schon so sein, dass die Kleingruppen insgesamt immer noch eine Community, also als sich auch als Gesamtgruppe erleben können und sich dort auch sinnvoll austauschen können. Vielen Dank. In Angesicht der Zeit übergebe ich an die nächste Sprecherin, Kim Beser. Sie sind stumm geschaltet. Kein Problem. So, wir haben hier heute ein bisschen Zeitdruck, deswegen lege ich direkt los. Mein Name ist Kim und ich habe mich mit den Synergien aus Poesie und Wissenschaft auseinandergesetzt und mich gefragt, wie oder was Hochschullehrende vom Science Slam lernen können. Daher, genau, die Fotos, die ich hier verwende, die wurden von Jan Fock aufgenommen, das ist mir ganz wichtig. Und daher möchte ich gerne fragen, wer von euch schon mal bei einem Science Slam war, gerne kurz abstimmen, damit ich so ein bisschen weiß, wie hier die Stimmung im Raum ist. Okay, ich sehe, es gibt eine Mehrheit derer, die das noch nicht besucht haben. Daher eine kurze Einführung. Beim Science Slam präsentieren WissenschaftlerInnen, es können auch Studierende sein, ihre eigene Forschung in meistens unter 15 Minuten einer breiten Öffentlichkeit. Und die Besonderheit ist, dass dieses fachfremde Publikum, zumeist fachfremd, das auch bewerten darf und dann ein Gewinner, eine Gewinnerin wählt. Ich arbeite unter anderem bei den Kiezpoeten und wir organisieren deutschlandweit Poetry Slam Veranstaltungen. Und eine von ihnen fand im letzten Jahr statt in Kooperation mit der Berlin University Alliance hier in Berlin. Und da haben wir Berliner WissenschaftlerInnen eingeladen, zu uns auf die Bühne zu kommen. Wir haben 2 spezifische Vorbereitungsworkshops konzipiert, deswegen auch Science Poetry Slam und auch das Bewertungssystem ein bisschen adäquater angepasst. Das ist sozusagen einer meiner Bezüge zu dem Thema. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, Poesie und Wissenschaft, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Wir reden von externer Wissenschaftskommunikation, ne? Warum habe ich das Thema gewählt und was hat das hier mit den Inhalten des University Future Festivals zu tun? Und ich habe mich tatsächlich im Rahmen meines Masterstudiums der Erwachsenenbildung relativ intensiv mit Science Slams auseinandergesetzt. Es gibt dazu auch einige Publikationen und in Anbetracht der Zeit kann ich das leider nur kurz anreißen, aber es geht bei Science Slams grundsätzlich um Verständlichkeit, um Anschaulichkeit und um Aufmerksamkeit. Und das sind 3 Aspekte, die ich mir als Studierende natürlich immer unter dem Deckmantel der teilnehmenden Orientierung auch wünsche, sowohl in analoger als auch in digitaler Form. Was hat das Ganze jetzt mit Wissenschaft, mit Hochschullehre zu tun? Wir sind beim Thema Hochschullehre angekommen. Ich beobachte leider des Öfteren das, was in Wirklichkeit ein bisschen anders aussieht, und dachte, dass ich passend zum Thema euch etwas Poesie nicht vorenthalten kann. Deswegen switchen wir jetzt in eine etwas andere Rhetorik. Ich habe ein bisschen was gereimt zu den Gedanken, die ich mir gemacht habe. Wenn der 10. Mensch in der Vorlesung pennt, dann verweise ich auf das Zeitmanagement. Mein Kopf rennt, ich sitze hier und ich will etwas lernen. Systembedingt heißt das zu oft nur Zeit zu entbehren. Wo ich herkomme, da geht's drum, Geschichten zu dichten, um sie in mehreren Schichten vor den Menschen zu lichten in einer Welt voller Wissen, in der Erkenntnisse dicht sind, will von der Welt so viel wissen, doch weiß nur, was wir nicht sind. Angekommen sind wir nicht, bei dem, was Lehre kann. Zeit, die wir haben, nutzen und auch gerne etwas spannend, eine spannende Agenda, eine gute Struktur, Transfer zu dem, was wir kennen und auch ein Blick in Futur. Denn 90 Minuten, Leute, sind ein großes Geschenk, das mehr genutzt werden kann, als man anfänglich denkt. Kommen wir damit zu meinem ersten Advice. Bleibe abwechslungsreich und nutze deine Zeit. Stell dir vor, du ziehst um, die Räume groß, leer und weiß und du kannst sie gestalten. Ich denke, es ist jetzt soweit. Damit folgt Nummer 2. Präsentationen sind zumeist mit dabei.
Präsent sein, präsenter Präsentation. Die +1-Dimension, es gibt ein Bild zu dem Ton. Wir können sprechen und zeigen, können uns selbst untermalen. Die Möglichkeiten unendlich in verschiedensten Farben. Doch es passiert oft, dass nur vorgelesen wird. Gesagtes wird doppelt gelesen. Und wenn dann auch das Layout macht, was es will, sage ich, das ist es noch nicht gewesen. Beim Slam geht es um Taktik, um Witz, Provokation. Die Wissenschaft ist dem sehr fern und doch nicht monoton. Und hier werde ich deutlich, das gehört zur Profession. Dafür braucht es kein Photoshop und keinen halben Tag. Es braucht einen wachen Blick auf das, was man so zeigt und sagt. Unsere Teilnehmenden habe ich auch dazu befragt, ihr Auftritt hilfreich für die Lehre, haben sie gesagt. Denn ein Blick über die Grenzen des eigenen Gebiets inspiriert zu Möglichkeiten, die man sonst niemals sieht. Und so ist es mit den Worten, die wir wählen und wie wir uns vor anderen geben. Lehre ist viel mehr als ein Koffer mit Methoden. Lehre ist auch Haltung. Sie beginnt zumeist am Boden. Beim Science Slam geht es ums Kreativsein, um Spannung, Empathie. In meiner Vision der Lehre der Zukunft sehen wir davon viel. Ich wünsche mir Hochschulen als lebendige Orte, in der wir über Lehre mehr sprechen, denn sie steht neben der Forschung. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt im Zeitrahmen geblieben. Damit bedanke ich euch. Ich werde auch bei den Netzwerktischen sein und wenn es Fragen gibt zum Thema, danke für die tollen Reaktionen, dann freue ich mich sehr auf euch und auf den Austausch. Wir bedanken uns auch für den tollen Vortrag und übergeben jetzt an Samuel Tobler. Vielen Dank für die einleitenden Worte und herzlich willkommen zu meinem Lightning Talk mit dem Thema Geschichten als didaktisches Werkzeug im Naturwissenschaftsunterricht. Mein Name ist Samuel Tobler und ich bin Doktorand an der Professur für Lernwissenschaft und Hochschuldidaktik an der ETH Zürich. Zu Beginn möchte ich mit Ihnen ein kurzes Gedankenexperiment durchführen. Denken Sie zurück an Ihre Schulzeit und erinnern Sie sich daran, was während einer normalen 10-Uhr-Pause wohl geschehen ist. Bevor ich auflöse, denken Sie nun an den Naturwissenschaftsunterricht zurück und rufen Sie sich in Erinnerung, wie Wissen vermittelt wurde. Sie würden mir wahrscheinlich erzählen, dass Sie in der Pause einen Apfel gegessen hatten und mit den anderen Kindern gespielt hätten. Vielleicht sah Ihre Pause auch ganz anders aus, aber das, was passiert wäre, würden Sie mir in Form einer Geschichte erzählen. Wenn ich Sie nun fragen würde, ob die Informationen auch in Textbüchern im naturwissenschaftlichen Unterricht mittels Geschichten vermittelt wurden, würden wohl hingegen viele von Ihnen mit Nein antworten. Das, obwohl wir uns an alles, was wir erleben und lernen, in Form einer Geschichte erinnern. Genauso ist es auch in den Wissenschaften. Eine Forscherin arbeitet in einem Labor, führt Experimente durch, lernt aus Fehlern und findet neue Erkenntnisse. Wie aber über diese Erkenntnisse in den Vorlesungen erzählt wird, folgt meist einem ganz anderen Muster. Der naturwissenschaftliche Unterricht ist geprägt von Sachbüchern. Dabei werden Informationen als logisch verknüpfte und aneinandergereihte Fakten dargestellt. Allerdings zeigten Studien wiederholt, dass solche Texte zu einem erschwerten Verständnis führen, das Interesse am Fach tiefer wird und der Lernerfolg sinkt. Geschichten hingegen bieten das Potenzial, die Inhalte von naturwissenschaftlichem Unterricht intuitiver und sprachlich verständlicher darzustellen, abstrakte Konzepte mit lebensnahen Erfahrungen zu verknüpfen und historische und zeitgemäße Persönlichkeiten vorzuzeigen, um auch die Diversität in den Wissenschaften zu zeigen und zu fördern. Nun, während der letzten Jahre hat sich meine Forschung hauptsächlich um die Frage gedreht, wie man Geschichten im Unterricht effizient nutzen kann. Heute werde ich allerdings nicht auf die Resultate der einzelnen Studien eingehen, sondern ich möchte Ihnen 7 Strategien auf den Weg geben, welche Sie direkt in Ihren Unterricht einbinden können, um diesen verständlicher, interessanter und bunter zu gestalten. Nun, zuallererst braucht eine gute und lerneffektive Geschichte einen Charakter, mit welchem sich die Lernenden identifizieren können. Den Charakter kann man dabei auch variieren, um ein breites Spektrum von Personen zu zeigen. Vor allem aber kann man dadurch das Zugehörigkeitsgefühl von allen Studierenden fördern und so das Interesse an der Disziplin wecken. Dieser Charakter sollte auch in einen persönlichen oder historischen Kontext gesetzt werden. Die Geschichte einer fiktiven, humanisierten Figur, wie beispielsweise einer sprechenden Katze, kann zwar niedlich sein, aber bringt meistens nicht viel im Hinblick auf die gewünschten Faktoren. Gleichwohl muss die Geschichte für die Lernenden relevant sein. Es sollte klar sein, warum man genau diese Geschichte liest. Und wichtig dabei ist auch zu beachten, dass die Geschichte den Kontext für das zu lernende Thema bereitstellt, aber nicht dazu führt, dass der Fokus der Lernenden alleine auf der Geschichte liegt.
Achten Sie auch weiter darauf, dass Sie eine lernförderliche Umgebung schaffen, indem Sie der Geschichte ein klares Lernziel zugrunde legen und diese besser in einem Klassenzimmer als im Selbststudium zu Hause bearbeiten lassen. Weiter sollte die Art der Geschichte auf das Vorwissen der Lernenden abgestimmt sein. Haben die Studierenden viel Vorwissen, dann mag es Sinn machen, die Theorie mit der Geschichte einzuleiten. Ist hingegen weniger Vorwissen vorhanden, könnte es nützlicher sein, das ganze Thema direkt in die Geschichte einzubinden. Und zuletzt haben Studien gezeigt, dass Geschichten sich besonders gut auf das Verständnis von Konzepten auswirken. Dadurch, dass Geschichten Verbindungen zu lebensnahen Inhalten vereinfacht darstellen können und so mehr Vorwissen aktiviert werden kann, kann auch das konzeptuelle Verständnis vertieft werden. Wir haben also gesehen, dass das Potenzial, welches Geschichten inne liegt, auch im naturwissenschaftlichen Unterricht zur Anwendung kommen kann. Durch eine effektive Gestaltung der Lernmaterialien kann nicht nur das Verständnis für komplexe Inhalte gefördert werden, sondern auch den Studierenden ein vielfältiges und diverses Bild von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vermittelt werden, um so ihr Interesse am Fach zu wecken und die wahrgenommene Zugehörigkeit zum Fach positiv zu beeinflussen. Heißt, erzählen Sie ab und zu auch mal eine Geschichte in Ihren Vorlesungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir bedanken uns auch. Es war sehr erleuchtend. Und wir machen jetzt einen schlichten Übergang zu Stephanie Heimgartner. Ja, ich unmute mich und versuche gleichzeitig eine Abstimmung zu starten. Es wird in meinem Vortrag gehen um Challenge-Based Learning. Das ist ein Projekt, was wir gerade an der Ruhr-Universität Bochum mithilfe des Stifterverbands durchführen. Das war eine Stifterverbandsausschreibung. Und ich möchte zunächst mal von Ihnen wissen, haben Sie schon Erfahrungen mit Challenge-Based Learning gesammelt? Ist die Abstimmung sichtbar? Noch nicht, okay. Dann funktioniert es nicht. Sichtbar. Ist sie nicht sichtbar? Ich habe hier, gut, okay. Jetzt? Gut, ich fange einfach mal an. Das geht ja sonst auf die Zeit. Gut, wir haben ein Projekt mit dem Stifterverband zum Thema Challenge-Based Learning gestartet, RUB-weit, also universitätsweit. Und unsere Idee ist es, das Lehrformat zu erproben, möglichst breit zu erproben über alle Fakultäten hinweg. Wir haben 21 Fakultäten an unserer Universität, eine Community of Practice zu bilden und für uns zu klären, was dieses Lehrformat für uns bedeuten soll, ob wir das in unser eigentliches Konzept vom Forschenden Lernen, unser Lehrleitbild, integrieren können. Das Challenge-Based Learning, für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist eine kompetenzorientierte Lehr-Lern-Methode. Es gibt eigentlich keine feste Definition, obwohl sie an vielen Orten praktiziert wird, maßgeblich zum Beispiel an der Universität Malmö, die da schon sehr viel auch theoretische Arbeit zu geleistet hat. Die zentralen Merkmale ist, Studierende arbeiten in Gruppen, in interdisziplinär organisierten Gruppen, an sogenannten Real-World-Problems, also an Problemen, wie sie in der wirklichen Welt sich stellen. Das kann berufsorientiert sein, muss es aber nicht. Es gibt externe Partnerinnen im Projekt. Manchmal sind das Unternehmen, manchmal sind das öffentliche Institutionen. Das hängt auch vom Fach ab. Und es gibt häufig einen Bezug zu Skills, die sich auf Nachhaltigkeit und transformative Forschung beziehen. Diese nächste Folie stellt im Grunde dar, was wir in einem Netzwerktreffen mit verschiedenen Lehrenden unserer Universität erarbeitet haben, die schon Challenge-Based Learning praktizieren. Das war eigentlich ein Lego Serious Play Bild. Das war aber so verwirrend, dass ich das hier nicht aufführen konnte. Und außerdem ist es urheberrechtsgeschützt. Die Lehrenden waren übereingekommen in diesem Prozess, dass die Voraussetzung für ein Challenge-Based Learning-Projekt eine solide wissenschaftliche Grundlage ist und ein fester Lehrkonzeptrahmen. Das heißt, die Studierenden bekommen natürlich einen Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sie dieses Problem lösen, innerhalb dessen sie arbeiten. Es wird gemeinsames Arbeiten mit Partnern angestrebt. Entweder gibt es manchmal Challenges, die kommen von Unternehmen, es gibt manchmal Challenges, die trägt man an Unternehmen heran oder aber eben auch an andere Institutionen. Und die Challenge steht im Zentrum der Arbeit. Die Lehrenden bezeichneten die in unserer Zusammenkunft sogar als Holy Grail, also als heiligen Gral. Ich habe hier mal das Excalibur-Schwert genommen, das man aus dem Felsen zieht.
Das entspricht ihm ein bisschen, weil ich keinen Kelch hatte. Der Prozess sieht folgendermaßen aus. Zunächst setzt man sich gemeinsam zusammen, findet sich als Gruppe, setzt sich mit der Aufgabe, die im Zentrum stehen soll, auseinander. Manchmal ist es auch so, dass die Aufgabe erst selbst gefunden und definiert werden muss. Es gibt, während man in den Prozess startet, auch immer wieder, so wie bei Super Mario, kleine Diamanten am Rande. Also es ist nicht nur so, dass das Ergebnis zählt, sondern man kann unterwegs auch schon sehr viel lernen. Es gibt einen Rollenwechsel der Lehrenden. Lehrende arbeiten hier nicht mehr als Wissensvermittler, sondern als Coaches. Das ist sehr herausfordernd. Es gibt zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, also Wege und Irrwege werden gegangen in diesen interdisziplinären Gruppen beim Lösen der Aufgabe, denn manchmal ist es einfach nicht möglich, das vorab so stark zu planen, wie man das gerne in einem normalen Projektmanagement machen würde. Es gibt in der Regel einen Moment des Durchbruchs, in dem man dann erlebt, dass man irgendwie eine Lösung gefunden zu haben meint, wo man Verbindungen ziehen kann zwischen den einzelnen beteiligten Fachdisziplinen und wo man einen Transfer ermöglichen kann in die Außenwelt. Wichtig ist es auch für die Lehrenden gewesen, den Prozess vor Ende noch einmal zu begutachten. Und vor Ende heißt, bevor man das Ergebnis wirklich tatsächlich festzurrt. Danach gibt es eine bleibende Ergebnissicherung und eine öffentliche Präsentation der Ergebnisse. Das kann in Form eines Pitches erfolgen oder in Form einer Ausstellung oder in Form einer Publikation. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal wird bei den externen Partnern auch präsentiert. Und wichtig, eine Evaluation, um Ergebnisse und andere Mehrwerte zu sichern. Weil das so abstrakt ist, habe ich hier einige Beispiele mitgebracht, die an unserer Universität schon gelaufen sind. Es gibt an einem Lehrstuhl für Industrial Sales and Service Engineering, der zusammenarbeitet mit dem Informatik-Lehrstuhl Soziotechnisches Systemdesign, die sogenannte KI-Box. Was ich hier aufgelistet habe, ist mehr oder weniger der Verlauf der Projekte. In dieser KI-Box, das ist ein Kreativitätsverfahren, was Google entwickelt hat oder Adobe, bin mir nicht mehr sicher, wird den Studierenden eine bestimmte Grundausstattung zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sie dann Real-World-Problems mit KI lösen sollen. Ein ganz anderes Projekt war die Literaturagentur in der Literaturwissenschaft, wo es darum ging, Romanmanuskripte für die Einreichung beim Verlag fertig zu machen. Das heißt, es gab eine Ausschreibung an externe AutorInnen, die ein Manuskript einreichten und die Studierenden berieten die dann, sodass die Manuskripte eingereicht werden konnten bei einem Verlag. Es gibt, glaube ich, bisher aus diesem Projekt, es gab verschiedene Durchläufe, 5 Buchveröffentlichungen in teilweise namhaften Verlagen. Es funktioniert also als Planspiel sehr gut. Dann gibt es als Creative Lab Ruhr zum Beispiel, die nehmen sich zur Aufgabe, mit sozialen Partnern zu arbeiten, also mit Trägern von Sozialarbeit, mit gemeinnützigen GmbHs und so weiter und auch eine Nachhaltigkeitschallenge mit Design Thinking zu bearbeiten. Am Ende steht ein Pitch. Es gibt noch viel mehr Projekte, aber die kann ich hier natürlich in der Kürze der Zeit nicht vorstellen. Der Aufwand, der dabei besteht, also die Herausforderung dabei ist, Gewinnung und Betreuung externer Partner ist zeitaufwendig. Die Studierenden sind interdisziplinär im besten Falle. Das ist aber auch mit Heterogenität verbunden. Man muss also aufpassen, dass man die auch irgendwie alle unter einen Hut bringt. Es gibt immer wieder Unsicherheitsfaktoren für Lehrende wie für Studierende in diesen Projekten. Der Transfer von Forschung zu Praxis soll geleistet werden. Das ist im Grunde die große Herausforderung auch für die Studierenden. Manchmal gibt es keine Problemlösung, man muss mit dem Scheitern leben. Der Rollenwechsel ist inhärentes Problem und die Formate weichen oft vom klassischen Semesterrhythmus ab, sind also manchmal ganz schön schwer zu organisieren und für alle in den Plan zu bringen. Ein Wort noch zur Evaluation. Wir haben ein eigenes Evaluationstool entwickelt auf der Basis von EFASYS. Wir arbeiten mit dem Kompetenzmodell, was Sie hier sehen. Das ist Entrecom-Kompetenzmodell, das im Auftrag der Europäischen Union entstanden ist. Und es wird sehr stark abgefragt, wie ist meine Kompetenzeinschätzung vor dem Projekt und nachher. Wir haben das beim ersten Mal jetzt tatsächlich nur nachträglich durchgeführt. Ziel ist es aber, eine Befragung vorher zu machen und eine nachher. Gut. Das heißt, Challenge-Based Learning ist deshalb zu empfehlen, weil es wahrnehmbare Kompetenzgewinne ermöglicht. Es fördert den Transfer zwischen Fachwissenschaft und beruflicher Praxis und es stellt Kontakte nach außen her, außerhalb der Universität. Außerdem ist es Teil der europäischen sogenannten Skills Agenda von 2020. Tatsächlich wird es in der Forschungsförderung maßgeblich oder in der Universitätsförderung maßgeblich eine Rolle spielen, diese Art von Formaten
gerade wenn es um transformative Skills geht, die die Studierenden für die Zukunft brauchen. Und damit bin ich am Ende, bin auch später am Thementisch, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!